Eimerweise Regen. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsim World 4, der den spielt das Willkommen in Salzburg an einem regnerischen Frühlingsmorgen. Der priorisierte Güterverkehr teilt sich die Strecke mit Ihnen und es sieht so aus, als würden Sie eine Weile hinter diesem Verkehr bleiben. Ja, ich habe mir gedacht, da ja gestern so ein regenreicher Tag war, zumindest bei uns hier, habe ich mir gedacht, machen wir das heute auch mal. Einfach Regen. Spielen das so ein bisschen nach. Jetzt rechts die Türen öffnen. Ja. Machen das so ein bisschen nach, würde ich sagen. Und schau mal, es ist ein Szenario aus dem, also ein Szenario oder ein mitgeliefertes Szenario von der Strecke, Bahnstrecke Semmering bzw. Salzburg-Rosenheim, und wir haben heute die Aufgabe, unseren Zug bis nach Traunstein zu fahren. Und ja, und wie ihr gelesen habt, teilen wir uns die Strecke mit priorisierten Güterverkehr, und es ist sehr spät schon an diesem wunderschönen Frühlingsmorgen. Und wir haben jetzt, wie gesagt, die Aufgabe, unseren Zug bis nach Traunstein zu fahren. Und ja, würde ich sagen, dann beginnen wir damit einfach. Nächster Halt, Freilassing. Müssen befreien. Ach, seht mal, nur 111 schiebt uns. Wie schön. So, natürlich müssen wir auch die Scheibenwischer einschalten. So. So, befreit haben wir uns ja. Dann können wir bis zu 60 beschleunigen. So, unsere Aufgaben heute sind Freilassing, Salzburg, Liefering, Salzburg, Liefering, Freilassing. Ah, Teil. Wir werden wahrscheinlich noch Führerstandswechsel haben, so wie ich das sehe, oder? Ah, das wird interessant. Das wird ein sehr interessantes Szenario, glaube ich. Wie gesagt, das Szenario nennt sich Eimerweise Regen auf der Strecke Salzburg-Rosenheim. Eins der mitgelieferten Szenarien, die es dort gibt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann nach gestern schon fast keinen Regen mehr sehen. Also Wahnsinn, was da gestern runterkam. Man hat teilweise die Hand vor Augen nicht gesehen. So viel Regen habe ich an einem Tag noch nicht erlebt. Also wirklich, es kam badewannenweise darunter. Das ist wirklich der Wahnsinn, was da runterkam. Also, und dann den ganzen Tag auf der Straße und immer wieder. Der Güterverkehr nähert sich. Sie können sich in Salzburg Liefering niederlassen, warten, bis er vorbei ist. Ja, super. Das heißt, wir haben in Salzburg-Liefering dann wahrscheinlich auch etwas länger Aufenthalt, würde ich jetzt mal schätzen. Also wirklich, man hat gestern teilweise die Hand vor Augen nicht gesehen und ist den ganzen Tag dabei auf der Straße. Und ich muss ja deren Testen auch noch immer wieder aussteigen, wegen Kunden beliefern und so weiter. Das war wirklich alles andere als schön gestern, das muss man ganz klar mal so sagen. So, wir mal ein bisschen langsamer schon mal. Gleich den ersten Halt.
So, hier werden wir wahrscheinlich eh quittieren müssen. Ach, das ist doch wieder. Ah, mit dem Steuerwagen und der 111 hinten dran, das ist immer auch so eine Sache. Da muss man natürlich aufpassen beim Ausschalten, dass man nicht zu hastig ausschaltet. So, trotzdem sollten wir hier nicht zu schnell werden. So, da vorne sollen wir halten. Weil der Güterverkehr Priorität hat. Auch das kommt immer mal wieder vor. Warten Sie, bis das Signal die Freigabe gibt. Da fährt ja schon der Güterverkehr. Der priorisierte. So, ich denke, wenn der da weit genug weg ist, dass wir dann wieder fahren dürfen. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Dieses Signal muss auf grün stehen, auf fahren. Auch dann dürfen wir endlich wieder losfahren. Türen öffnen werden wir hier nicht. Es ist kein offizieller Halt zum Ein- und Aussteigen. Ist hier mehr oder weniger so ein Güterumschlagsplatz, würde ich jetzt mal schätzen. So für Container und so weiter. Seekontainer. So, wir dürfen wieder. Sie können weiterfahren. Behalten Sie die Signale im Auge. Anscheinend befindet sich ein schwerer Zug auf der Strecke und das Wetter wird immer schlechter. Ja, das sind natürlich wieder Nachrichten, die man als Lokführer auch nicht unbedingt braucht. So, nächster Halt, Freilassung. Freilassing. So, wir lösen die Bremse. So. Und werden dann weiterfahren. Na komm. Wunderschön, wunderschön.
So. Das vorne hält schon ein anderer Güterzug, hat abgekoppelt, wie ihr gehört habt. Und der wird jetzt mit Sicherheit weiterfahren. Ja, abgekoppelt. Und wie ich sage, fährt die Lok weiter. Wird sich wahrscheinlich an einem anderen Güterzug hängen. Viel Spaß beim Arbeiten bei diesem wunderbaren Wetter, Kollege. So, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen schauen. Dass wir nicht zu schnell werden, weil der nächste Halt kommt schon. Freilassing. Kann ich auch schon wieder abschalten, weil nämlich bin schon viel zu schnell. So. Nächster halt, wie gesagt, Freilassing. So wie sich das darstellt, kann ich glaube ich den Scheibenwischer gleich auch auf dauerhaft stellen. So, dann erreichen wir jetzt Freilassing. Wunderschön, wunderschön. Sogar pünktlich, relativ einigermaßen pünktlich zumindest. So. Ei, das war ein Blitz. Hört mal, dass man das auch mit eingebaut hat, dass das hier auf diesem, auf dem Dach von dem Unterstand hier, von dem Bahnsteig, dass man das da drauf plätschern will, praktisch. Geil. Ist das hier auch? Hier hört man nichts. Okay. Ist also Freilassing. So, wir können die Türen verriegeln. Dann haben wir Ausfahrt. Nächster Halt, Teisendorf, 11 Kilometer. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal hier an. Ach, geil. Wunderschön, wunderschön. Dann ist halt auf jeden Fall Teisendorf.
Dann schauen wir mal, ob wir hier jetzt freies Fahren haben oder ob wir noch an diversen Signalen stehen bleiben müssen, weil der Güterzug Vorrang hat. Also der ist hier in diesem Szenario definitiv priorisiert. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Wir wollen oder nicht. Auch die Fahrgäste müssen damit leben, dass sie heute etwas langsamer bzw. auch später an ihrem Zielort sind, weil wir, wie gesagt, dem Güterverkehr Platz zu machen haben, beziehungsweise ja, dass der halt priorisiert ist. Ah, da kommt der Gegenzug. Aber ich finde, das geht noch mit dem Regen. Also so schlimm ist das jetzt auch nicht. Klar, es regnet. Klar, man muss den Scheibenwischer meiner Meinung nach zumindest schon auf andauernd haben. Oder auf dauerhaft. Aber dass es jetzt, wer weiß, wie stürmt und regnet, würde ich jetzt nicht sagen. Also da war gestern mehr in der Realität, muss ich wirklich sagen. So, mal volle Leistung. Kommt der nächste RE. So, vielleicht nur 10. Ach, ich hasse es. Im Moment ist die Performance so schlecht, ich weiß auch nicht warum. So, und da dürfen wir immerhin gleich noch. Und dann sind wir gleich in Teisendorf. Traunstein sollen wir dann um 17.59 Uhr erreichen.
So, ein bisschen Leistung ausschalten, weil es hier doch ziemlich bergauf geht. Und dann sind wir in Teisendorf. Sehr, sehr schön. Da habe ich doch ein bisschen die Entfernung unterschätzt, bis ich auf einmal das Ziel sah und dachte, es kommt das auf, ist das auf einmal so nah? Da muss man doch ein bisschen in die Eisen gehen jetzt. Wir sind eine Minute zu spät, aber das soll man bei dem Wetter jetzt auch mal ein bisschen entschuldigen und nicht allzu kritisch nehmen. Ist immerhin schon ordentlich am Regnen. So, da wären wir in Teisendorf. Ah ja, jetzt wird's heftig, jetzt wird's heftig. Das ist jetzt kein leichter Regen mehr, also jetzt wird es schon heftig mit Gewitter und Blitz und Donner und jetzt wird es richtig heftig. Ich frage mich nur, warum auf einmal der Zugzielanzeiger verschwunden ist. Das wundert mich ein bisschen, aber naja, lassen wir das. So, nächster Halt, Traunstein. Also die Lok hat es noch, aber sonst ist sie komplett verschwunden. Ich verstehe es nicht. Naja, lassen wir das. Kann ich den denn hier wieder einstellen? Ja, der war ja am Anfang da. Vorheriges Ziel. Automatisch. Fühlt sich gar nichts mehr. Na egal, was war das? Dann halt nicht. Das ist manchmal ein komisches Spiel. So, 13 Kilometer jetzt bis Traunstein. Und dann haben wir noch ein bisschen was zu tun anscheinend. Über einen Ort fahren. Aha, ja, ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich abstellen. Aber was ich auch gestern erlebt habe, es gibt ja immer noch Leute, die selbst bei wirklich strömenden Regen, wirklich bei
wo du wirklich nichts mehr siehst und fast schwimmst auf der Straße, gibt es immer noch Leute, die dich auf der Autobahn mit 130, 150, sag ich jetzt mal, schätze ich jetzt mal, Stundenkilometer überholen. Das verstehe ich einfach nicht. Der bringt ja nicht nur sich selbst in Gefahr, auch alle anderen. Das ist meiner Meinung nach einfach nur krank. Entschuldigung, aber es ist so. Man kann doch wenigstens dem Wetter angepasst fahren, die Straßenverhältnisse angepasst. Also teilweise habe ich gestern auch Aquaplaning gehabt, aber man musste einfach verdammt vorsichtig sein bei solchen Wetterbedingungen, gerade auf der Straße. Aber leider raffen das einige immer noch nicht. Die meinen nur, weil sie PS, eine hohe PS-Karre unterm Arsch haben, meinen sie wirklich, sie sind die Könige und können da alles und naja, wie das dann endet, liest man dann in der Zeitung oder hört man dann irgendwo oder in den Nachrichten und sonst wo, was dann wieder passiert ist. Leider Gottes werden dann auch noch Unschuldige mit Verletzte sogar getötet, nur weil irgendwelche Experten meinen, die könnten bei jedem Wetter rasen wie die. Genau, ihr wisst, was ich meine. So, 110. Ach. So. Wieder ein RE. Sehr, sehr nice. So, kurzzeitig ein km/h zu schnell. So, ich bin gespannt, was wir gleich in Traunstein zu tun haben. So einen vorläufigen Endhalt. Oder den eigentlichen Endhalt dieses Zuges. Zumindest stand es so mal am Steuerwagen dran. Aber das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall, warum auch immer. Wir sollten langsamer werden. Tanken zu schnell noch. So.
Also es richtet sich ganz gut ein hier. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie mal eine, ja, irgendwie mal irgendwo hier mal der Himmel aufreißt und es vielleicht dann langsam trockener wird. Also es ist nach wie vor grau in grau und nach wie vor sehr dunkel und sieht jetzt nicht so aus, als ob es in nächster Zeit weniger werden würde. So gleich 90. Können wir eigentlich auch schon abschalten. So ein bisschen ausrollen lassen hier. Vielleicht sogar ein bisschen die Bremse betätigen, weil wir hier Backup fahren. Dann können wir schon mal so ein bisschen die Richtung gehen, wo es hin soll. Wir gleich mit Sicherheit eh quittieren müssen. Würde ich jetzt mal stark annehmen. Da vorne ist es schon. Ne, doch noch nicht. Das ist das Gegengleis. Doch hier. Unter 85 auf jeden Fall. Das haben wir, da sind wir ja. Das brennt uns nicht mehr an. Nur aufpassen wegen dem Backup, dass wir hier nicht zu schnell werden. Es geht ganz schnell, wenn man nicht aufpasst. So, Befreiung. Und dann gleich 70. Fahren wir jeden Traunstein ein. 2 Minuten Verspätung. Aber viel Güterverkehr mussten wir jetzt irgendwie nicht durchlassen. Das war einmal, dass wir anhalten mussten in Salzburg. Da waren priorisierten Güterzug vorbeigelassen. Aber ansonsten hatten wir damit eigentlich nichts zu tun, wenn ich ehrlich bin. So, wir entriegeln rechts die Türen. So, was auch nicht immer so einfach ist, den Fahrplan einzuhalten. Besonders bei solchen Wetterbedingungen, das ist das nicht immer so einfach, habe ich festgestellt. So, wir müssen delayed sein. Bitte nicht einsteigen, also 1 Minute Verspätung, das kann man noch verkraften, würde ich sagen. So, ich bin ja mal gespannt, ob die jetzt hier einsteigen. Eigentlich dürfen sie ja nicht einsteigen. Steht ja an der Anzeigetafel dran. Die laufen sich da irgendwie alle gegenseitig in die Füße, aber einsteigen tut anscheinend wirklich keiner. So, wir verriegeln jetzt auch die Türen, dann ist es auch eh vorbei damit. Hey! Gesagt, nicht einsteigen da vorne. Ich glaube, ich spinne. Steigt ihr einfach ein, ich spinne. So, die Strecke nach Bergen, Oberbayern sollen wir jetzt fahren.
Sollen wir drüber fahren? Und zwar ohne Fahrgäste, bis auf den einen Vogel, der da eingestiegen ist. Naja, dann kann er gleich zurücklaufen. Oder sich, was weiß ich. Er darf ja nicht über das Bahngelände laufen. Also muss er zusehen, wie er weiterkommt. So, wir werden den Zug jetzt wahrscheinlich in die Abstellung fahren. Gehe ich jetzt mal stark von aus. So. Echt gespannt, was wir gleich noch machen müssen. Auf jeden Fall sollen wir über Bergen fahren oder über die Strecke nach Bergen, bei Oberbayern. Kommt noch ein RE. So, mal ein bisschen langsamer werden hier. Durch E90. So, Bergen-Oberbayern ist jetzt der nächste Halt. Und da werden wir dann unseren Zug wahrscheinlich abrüsten und abstellen. Zumindest wenn man diesen Angaben hier Glauben schenken kann. Stellen Sie das Führerbremsventil auf den Notfall, warten Sie, bis der Zug vollständig zum Stehen kommt. Erdrutsch. Oh, was ist jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Erdrutsch, um Gottes Willen. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Notfall. Warten Sie, bis der Zug vollständig zum Stehen kommt. Schnellbremsung. Eieieiei. Oh ja, hier liegt schon einiges auf der Strecke. Um Gottes Willen.
Vielen Dank. Es sieht nicht so aus, als ob die Weiterfahrt für eine Weile sicher wäre. Wir holen bald Hilfe für Sie und die Fahrgäste. Ja, damit hat sich das Thema dann wohl erledigt hier. Gut gemacht. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, hier geht es anscheinend nicht mehr weiter. Ey, ich wollte eigentlich noch die Dings sehen. Egal, habe ich zu schnell gedrückt. Das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit diesem Szenario. Mir hat's gefallen. Es war eine schöne Fahrt. Auch das Ende war schön. Überraschendes Ende, muss ich ehrlich sagen. Mir hat's sehr gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie gesagt einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch ein schönes Wochenende. Ob es heute Abend einen Livestream gibt, weiß ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich werde euch auf jeden Fall informieren darüber. Und ja, ansonsten wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Euer der Dinge spielt das 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss.